Ah, ich denke mal, dass die Sachen hier zusammengehören, ne? Das würde es zumindest erklären. Und ich speichere hier nochmal, damit nicht das gleiche wie gerade mit dem Magier passiert. Das ist, glaube ich, ein natürliches Skelett, wenn es hier schon tot rumliegt. Übrigens, falls ich es mal sagen kann, wow, das sieht echt toll aus hier drin. Was ist das denn für ein Vieh? Ich habe es nicht getroffen. Einfach nur irgendein Eisgeist. Immer noch nicht. Kann ich die überhaupt treffen? Oder muss ich Magie anwenden? Ich treffe irgendwie nicht. Okay, man kann ihn aber treffen. Das ist das einzig Entscheidende. Hey, ich hab's überlebt. Aber wahrscheinlich nicht für lange. Es sei denn... Ich weiß gar nicht, was es gerade war. Egal. Komm her. Okay, er ist tot. Es ist tot, Jim. Eisgeist-Szene sind anscheinend sehr wertvoll. Okay, aber mit dem Bogen sowas, mit Pfeil und Bogen sowas zu treffen, ist natürlich wesentlich schwieriger als irgendwie ein Mensch. Ich keine Ahnung habe, wo ich genau treffen muss. Anscheinend zählt aber nur dieses Skelett. Das darum ist irgendwie, keine Ahnung, Eisdampf. Also Wasserdampf. Vielleicht sind es auch ganz kleine Eispartikel, die in der Luft schweben, dadurch, dass sie so klein sind. Vielleicht ist da weiter unten ja gar nichts mehr mit Eisgeistern. Aber ich bezweifle, dass das so ist. So wie ich Skyrim kenne. Alles meins. Alles meins. So. Hier ist nichts. Naja, gut. Oh, das ist eine ganz normale Eisentür. Ich dachte, es geht jetzt erstmal weiter, irgendwie tiefer. Also in ein neues Gebiet. Aber nein, alles in Ordnung. Okay, da ist keiner. Dann speichern wir doch nochmal. Okay, das sind alles nur Teller, Töpfe, keine Fallen. Obwohl das so ein bisschen aussah wie einer. Ist da hinten jemand? Oh oh. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Du, 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 da ist die Falle. Lydia, bitte trete da nicht rauf. Ich höre irgendwas atmen. Okay. Ein ruheloser Draugr. Ey, wir sind aufgestiegen. Geht doch. Hey, das war mal keine Falle. Ich hab nicht hundertprozentig aufgepasst, aber Glück gehabt. Oh, oh. Vielleicht sollte ich erstmal aufsteigen, egal. Wegen dem einen war das jetzt nicht so wichtig. Und ich würde gerne nochmal Gesundheit nehmen, weil ich anscheinend noch viel mehr Gesundheit brauche. Weiterhin leichte Rüstung. Zusätzlicher Rüstungsbonus. Passendes. Ja, das haben wir natürlich selten. Oh, sie verlangsamt mich nicht. Aber dafür haben wir noch nicht genug Punkte. So, aber noch mehr Rüstungswert. Das ist natürlich sehr wertvoll. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin einberechnet wird, aber ich glaube ja.
Ein Rüstungswert für 20 für Stiefel ist nämlich schon nicht schlecht. Und ja, ich nehme sie jetzt wieder mit. Ich meine, sie wiegen ja wenigstens nichts. Sie nehmen nur einen Slot weg. Also, wir haben zwar unendlich Slots, aber es nervt einfach, wenn ganz viele Sachen drin liegen. Er hat uns leider gesehen. Haha. Ich habe mich überhaupt nicht erschreckt. Überhaupt nicht. Der Nordhelm. Ach, die Stiefel wollte ich nicht. Stecken wir sie einfach da rein. Auch wenn das eigentlich nicht gehen sollte. Zumindest denke ich das, weil sie aus Eisen sind. Ach komm schon, wirklich. Musstest du weggehen? Komm schon. Treffer versenkt. Sind hier irgendwo noch mehr? Hallo? Oh oh. Okay. Das war unser Freund, der Ruhelose. Hier ist keiner drin. Oh, ich glaube, ich habe zweimal. Habe ich jetzt zweimal dreifachen Schaden gemacht oder nicht? Hey, wo rennst du hin? Nicht wegrennen. Was zur Hölle? Ich habe noch nie einen Draugr rennen sehen. Lydia. Bleib hier. Lass ihn zu uns kommen. Wir sollten dann nicht hinterhergehen, oder? Könnte eine Falle sein. Ich weiß zwar nicht, ob Draugr wirklich so intelligent sind, aber ich kann es nicht ausschließen. In dem Fall kriege ich nicht mehr. Und wenn man was nicht ausschließen kann, was ein großes Risiko ist, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Ich höre immer noch Atmen. Ach, Eisenbarren sind überhaupt nicht so viel wert. Hey, der Spiegel! Das? Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Wegen ein schlafendes, nicht sehr freundliches Wesen. Hoffentlich ist hier hinter nicht eine Falle. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich hier ausweichen kann. Wow, für Adept ist das gerade echt hart. So. Aber nur weil ich es nicht gefunden habe. Sofort zur Seite. Okay, keine Falle. Ich meine, hier könnte immer noch eine drin sein, aber deswegen können wir hier nochmal speichern. Nee, hier ist alles okay. Ich sehe hier auch kein Seil, kein Faden. Ein Elfenzweihänder. Nicht schlecht. Zwar nichts für mich, aber was soll's. Das Geld ist dann für mich. Er ist echt abgehauen, ohne irgendwie einen Grund zu haben. Schade, dass sich das immer nur bei sehr wenigen Draugern lohnt. Das Looten. Dafür lohnt es sich bei manchen so sehr durch die Amethysten, dass es amortisiert. Das Ganze schon locker wert ist, jeden Drauger mal zu checken. Denn so hat. Wow. Der ist sehr wertvoll, der Elfenhelm. Was ist mit dir? Du lebtest noch. Oh, der ist, glaube ich, tot. Der ist sonst aufgewacht. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Getroffen. Auf geht's. Okay, selbst die Wichte sind nicht mehr so ein großes Problem. Geschmeidiger alter Nordbogen. Ah, 38 Schaden. Das ist besser als mein Elfenbogen des Animus. Hey, cool. Dann werde ich den bald verzaubern und zwar mit irgendeinem Schaden. Das ist Magie.
Ich meine, ein Animus-Ding ist dann trotzdem noch wertvoll. Okay, du bist noch nicht tot gewesen. An den hätte ich mich übrigens wirklich mal anschleichen können. Egal. Der ist ja nicht mal aufgewacht, als ich direkt neben ihm war. Egal, zurück zu dem Verzaubern. Die Idee... Oh, ein Goldbarren. Das Problem ist nämlich, dass ich, selbst wenn ich einen Schadenszauberbogen habe, immer noch zumindest einen... irgendwie eine Waffe des Animus haben muss, um die ganzen Steine aufzuwerten. Yay, wir können endlich gut genug schleichen. Wir können uns immerhin mal an schlafende Drauge anschleichen. Okay, wir sind bei Steilfallen. Steilfeilen. Oh, au, 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 au. Oh, das ist eine böse Falle, die habe ich noch nie vorher gesehen. Deswegen hat sie mich natürlich erwischt. Ja, du brauchst ja nicht herkommen. Ist schon okay so. Nicht darauf gehen, Lydia, ja? Du hast gesehen, was das tut. Es tut auf jeden Fall nicht gut. Ist noch so ein Ding? Die sind aber cool, die Fallen, muss ich schon sagen. Um Lydia da nicht durchzuführen, gehen wir mal lieber außen rum. Der könnte noch leben. Ja, der lebte noch. So. Okay. Keine weiteren Fallen in Sicht. Wir sind auch... Oh, keine weiteren Fallen in Sicht. Bumm, Falle. Oh, Moment. Das ist so eine Falle, die immer wieder ausgelöst werden kann. Eine der unangenehmsten Fallentypen. Oh! So viele Silberbarren. Daher kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass hier schon Leute schon seit Ewigkeiten nicht mehr waren. Denn sowas würde man sofort mitnehmen, so Barren. Ich würde sie zumindest mitnehmen. Noch mehr davon. Okay. Auf in die Krypta. Die Verfluchte, ne? Forsaken. Oh oh. Hey, was Süßes. Hey, Nerona. Ja, da. Dadurch hat es sich wieder gelohnt. Dadurch, dass in einer von denen ein hoher Wertgegenstand drin ist. Das muss zählen. Okay, es ist nur ein Ruheloser. Der ist für uns kein Problem mehr. Wir kommen aber hundertprozentig Trauger raus. Nee? Aus dem hier kommt aber auf jeden Fall einer raus. Der hier ist jedoch schon tot. Nee? Noch wollen sie nicht rauskommen. Ich hoffe, ich bekomme mit, wenn sie rauskommen. Schnell genug mich umdrehen kann und direkt anzugreifen. Die Tasse wollte ich natürlich nicht. Oh, TTT. Zack. Klonk. Hm. Die wollen hier nicht rauskommen, habe ich so das Gefühl. Und wenn sie jetzt immer noch nicht rauskommen, dann kommen sie vielleicht überhaupt nicht raus. Schön weiter schleichen. Ich werde hier nicht wie ein Bekloppter durch die Gegend rennen. Hm.